der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Dietz, Markus Grün. Markus, kurzer Lageüberblick und vor allem, gab es Verletzte als erstes? Als allererstes, das ist das Wichtigste und da freuen wir uns drüber. Es gab keine Verletzte, es gab Betroffene, Bewohner waren im Haus da, konnten aber von Nachbarn schon nach draußen gebracht werden, beziehungsweise selbst wurden vom Rettungsdienst einmal betreut und untersucht, sind aber unverletzt. Irgendein Gruppenführer hat eben erzählt, Alarmierung war Dachstuhlbrand mit Menschenrettung. Da wirft man ja erstmal alles ins Rennen. Was ist denn hier? Genau, wir sind alarmiert worden mit dem Stichwort B301, Dachstuhlbrand mit Menschenrettung. Dementsprechend ist von der Alarmierung einmal die Einheit Gramberg vor Ort natürlich alarmiert worden. Einheit Balduinstein, Holzheim, Steinsberg, Wasenbach, Mirlenbach. Und nachalarmiert wurde noch für die zweite Drehleiter die Einheit Holzappel. Okay, das heißt einmal Dietz, einmal Holzappel mit der Drehleiter da, weil es besser war, von zwei Seiten anzugreifen? Ja, definitiv von zwei Seiten, weil wir haben mit einer Drehleiter von der einen Seite, das sieht man jetzt im Hintergrund hier nicht, aber wir haben eine Scheune im Anbau direkt. Hier haben wir mit der ersten Drehleiter einmal eine Riegelstellung gemacht und dann fehlt uns natürlich die Reichweite, um von der anderen Seite den Brutnester direkt abzulöten. Das macht jetzt hier im Hintergrund und bei uns die zweite Drehleiter auf unserer Seite. Aber das mit der Riegelstellung hat funktioniert. Sieht zumindest für einen Laien so aus, als wäre der Scheune nichts passiert. Ne? Genau, mit der Riegelstellung hat gut funktioniert. Wir haben den Schaden auf das Gebäude begrenzen können, auf das Dach des Gebäudes begrenzen können, sodass wir keinen weiteren Schaden an Nachbargebäuden oder so haben. Wie sah es und wie sieht es denn aus mit der Wasserversorgung hier auf der Lahnhöhe? Ist das in Gramberg ein Problem oder ein Thema gewesen? Nein, das ist kein Problem. Wir haben hier eine ganz normale Wasserversorgung über die Unterflurhydranten. Das ist gegeben, das ist sichergestellt. Wir haben aber hier, da es früher hier wirklich Probleme gab mit der Wasserversorgung aufgrund der Höhenlage, haben wir hier verschiedene Zisternen, die haben wir auch angezapft, damit wir erstmal unabhängig von der Wasserversorgung der Wasserwerke sind. Okay. Wie viele Leute hast du denn insgesamt im Einsatz? Du hast die Einheiten genannt? Ich gehe jetzt gerade mal so grob geschätzt zwischen 80 und 90 Mann vor Ort. Und was ist jetzt noch zu tun? Also Atemschutz muss ja immer noch mal getauscht werden zum Beispiel. Was ist jetzt noch für den Rest zu tun? Genau, wir haben jetzt noch zwei Trupps im Inlandgriff, so dass da noch Brandnester abgelöscht werden. Das jetzt gezielt, damit wir auch nicht noch einen höheren Wasserschaden machen, wie das schon da ist. Da sind zwei Trupps im Inlandgriff. Wir sehen, die zwei Drehleitern sind noch von außen die Brandnester am Ablöschen. Das Feuer ist so genannt unter Kontrolle. Wir müssen jetzt nur noch Nachlöscharbeiten machen. Das kann sich aber noch eine Weile hinziehen. Kann man den Sachschaden schon schätzen? Das ist ja normal nicht die Aufgabe der Feuerwehr, aber so aus der Erfahrung raus? Das kann man schwer sagen, da ich tatsächlich auch noch nicht drin war. Ich weiß nicht, wie groß der Wasserschaden nach unten hin ist. Weil am Anfang war das Brandgeschehen schon massiv, so dass man viel Wasser einsetzen musste. Das machen wir natürlich jetzt nicht mehr. Wir müssen einfach gucken nachher. Aber gerade Bahn, ich gehe mal davon aus, dass man zwischen 150 und 200.000 Euro landen wir mit Sicherheit bei einem Dachstuhl. So, der Einsatz so gut wie abgearbeitet. Bleibt eine letzte Frage. Wir kommen ja auch ein bisschen rum. Ein Wehrleiter mit dem roten Helm gibt es nicht überall. Warum hast du den? Ich hätte jetzt fast gesagt, weil es gut ausschaut. Nein, weil der Helm tatsächlich so in Rot geliefert wird, hat verschiedene Vorteile. Und so ein bisschen rausstellig aus der Masse darf man das auch. Das darf man natürlich, das seid ihr gegönnt. Vielen Dank, Markus Grün, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Dietz, für die Auskunft hier vor Ort in Gramberg.